Als Ausgangspunkt für unsere Dolomitenwanderung wählten wir ein familiär geführtes Hotel in Moos. Moos liegt am Eingang zum romantischen Fischleintal, das von gewaltigen Bergen eingerahmt wird. Es sind die Sechstener Dolomiten, fast alle Gipfel 3000er. Fünf Gipfel, der Neuner, Zehner, Elfer, Zwölfer und Einser bilden die Sechstener Sonnenuhr, deren Szenerie wir in den nächsten Tagen erwandern wollen. Die Sechstener Dolomiten gehören zum Weltnaturerbe Dolomiten der UNESCO. Auf der Seite des Alpenvereins Südtirol kann man die Originalbegründung der UNESCO, der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, nachlesen. Die Dolomiten gelten als eine der imposantesten Berglandschaften weltweit. Ihre Schönheit gründet im Wesentlichen auf einer spektakulären Formenvielfalt. Gipfel, Pfeiler und Türme sowie Hochebenen mit Felsvorsprüngen, Zacken und Plateaus erheben sich steil über ausgedehnte Geröllablagerungen und sanfte Hügel. Die große Farbenvielfalt ergibt sich aus dem Kontrast zwischen den bleichen Felswänden und den darunterliegenden Wäldern und Wiesen. Eine Erkundungswanderung von Moos nach Innichen soll uns einen ersten Eindruck der schönen Landschaft vermitteln. In Sechsten muss man sich die Zeit nehmen und am Eingangsportal zum Friedhof und Pfarrkirche den Totentanz des Künstlers Rudolf Stolz zu betrachten. Stimmt schon ein wenig nachdenklich. Im Inneren des Friedhofs haben bekannte Bergsteiger ihre letzte Ruhe gefunden. Berühmtester Sepp Innerkofler, der am Paternkofel im sinnlosen Kampf 1915 gefallen ist. Die Haupteinnahmequelle von Sechsten ist der Tourismus. Doch sieht man bei Wanderung auch sehr schöne Bauernhöfe, oftmals Erbhöfe an steilen Hängen. Die 12 Jahre alten Filmaufnahmen sind immer noch aktuell. Bodenständigkeit, Liebe zur Heimat ist Voraussetzung, so hart um das tägliche Brot zu ringen. Einfach die Büschelglockenblume. Die Stiftskirche, auch Innicher Dom genannt, ist wohl der best erhaltene romanische Sakralbau südlich der Alpen. Als Kontrast die Pfarrkirche St. Michael, die um 1700 barockisiert wurde. Einen Teil dieses Weges wollen wir heute erwandern. Dieser Höhenweg ist sicher mit einer der schönsten Höhenwege in den Ostalpen und folgt meist der österreichisch-italienischen Grenze. Für Bergwanderer eine Genusstour. Immer wieder wird man überrascht über die landschaftliche und botanische Vielfalt und die fantastischen Ausblicke. Die klebrige Primel oder von Einheimischen blauer Speik genannt. Ein
Eine Stärkung vor dem Aufstieg zum Gipfel des Horneschek haben wir schon nötig. Es freut mich, dass ich wenigstens den Gipfel jetzt gemacht habe. 1300 Höhenmeter bergab sind noch zu bewältigen. Aber bei der botanischen Vielfalt und den großartigen Ausblicken zu den Dolomiten sicher nicht langweilig. Schokolade? Nein, danke. Ein Stück trockenes Brot wäre mir schon lieber. Einfach nur schön. Eine Wanderung zu Assergsell, Innergsell und Gsellwiesen führt in eine noch sehr ruhige Ecke des Naturparks der Sechstener Dolomiten. Der Weg wird gesäumt von einer unglaublichen Blumenvielfalt. So werden Gsellwiesen von Einheimischen liebevoll unsere Gärten Gottes genannt. Der Wechsel von Sonnenschein und Regen kann uns aber die Freude an der Wanderung nicht schmälern. Am Abstieg noch zwei seltene botanische Leckerbissen, Knotenfuß und Moosauge. 5 Uhr morgens. Ein Blick Richtung Fischleintal verheißt aber auch einen wunderschönen Tag für unsere Wanderung von der Auronzer Hütte zu den Dreizinnen. Ein paar Tipps von unserem Gastgeber, natürlich immer willkommen. Ich bin raufgegangen zum Klettern. In dieser Höhe ist die Farbe grau dominant. Pflanzenleben scheint unmöglich zu sein und doch gibt es kleine Schönheiten am Wegesrand. Farbintensiv leuchten sie aus dem Grau. Allen voran der gelbe Alpenmohn. Soldanella alpina, relativ häufig. Sehr selten jedoch Soldanella minima. Immer wieder beeindruckend, diese Nordwinde. Peter findet mal wieder Motive, um sie aufs Bild zu bannen.
Schnell laufen, würde ich das machen. Raus dich da. Jetzt ist die armen, müden Krieger noch, aber ehrlich. Wer nach der langen Tour nicht den Bus benutzt und eine weitere Stunde auf sanften Wiesenwegen das Fischleintal talauswärts wandert, wird wegen der bunten Blumenwiesen in den lichtdurchfluteten Lärchenwäldern die Müdigkeit sehr schnell vergessen. Welch ein Glück! Nur 2 Tage später beendete die Sense diese Blütenvielfalt.